Willkommen im virtuellen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zum letzten Spieltag der Regionalliga Nordost. Der BFC Dynamo trifft auf die BSG Chemie Leipzig und die Chemiefans werden mit einem weinenden Auge auf dieses Spiel blicken, denn Stürmer Daniel Heinze wird nach dieser Partie seine Karriere beenden. Auf ihn sind heute alle Augen gerichtet, aber auch auf die Startformation des BFC von Trainer Christian Benbenek. Ein 4-2-3-1 mit vieler offensiver Variabilität, Bolicki und Breitfeld über die Außen, dann auf der Zehnerposition Kapitän Gaboszewski hinter Mateusz Lewandowski. Beide Trainer haben ihre Saisonziele erreichen können. Für Miroslav Jagatic war das der Klassenerhalt mit der BSG Chemie und heute stellt er diese 11 Mann auf den Platz. Manuel war ja nach überstandener Verletzung zurück in der Startformation und ganz vorne drin der vorhin angesprochene Daniel Heinze. Der BFC in den dunklen Trikots von links nach rechts mit Gaboszewski und dem Eckball auf Bolicki. Gute Chance, aber noch kein Problem für Benjamin Bellot im Kasten und auch die BSG traut sich früh nach vorn. 9 Minuten gespielt, Schmidt mit der Flanke auf Benny Schmidt. Das ist die Führung, nein, wäre die Führung. Wäre nicht die Abseitsfahne hochgeschnellt und wenn wir nochmal drauf schauen, dann ist der Ärger von Benjamin Schmidt zwar zu verstehen, aber nicht gerecht. Er steht knapp bei der Flanke im Abseits, die Entscheidung des Schiedsrichterassistenten vollkommen richtig. Chemie jetzt allerdings besser in der Partie, das ist Buri und da ist Daniel Heinze, das 0:1 für Chemie Leipzig, er hat es geschafft. Das ist der belohnende Abschluss seiner Karriere. Er trifft im letzten Spiel und das per Kopf. Wunderbare Flanke von Alexander Buri. Sie ist passgenau und dann kommen sie nicht rechtzeitig hinterher. Sommer hat aus der kurzen Distanz nichts mehr zu parieren. Und das wird die Gästefans sicherlich freuen. Ihr Mann mit der Nummer 10 hat getroffen und das zur Führung. Das Team von Miroslav Jagatic daraufhin beflügelt durch den eigenen Teamgast, Buri. Wieder schöne Flanke, diesmal auf Schmidt. Die Chemiker machen jetzt viel Druck, drängen kurz vor der Pause noch auf den zweiten Treffer. Schmidt mit dem guten Auge für Buri. Den muss er fast besser erwischen, der 28-Jährige. Allerdings mit dem linken, mit dem schwachen Fuß an den Ball gekommen. Und so geht er nur knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber haben aber auch noch ein Wort mitzureden vor der Pause. Bolicki erkämpft sich den Ball gegen Bolze und schafft die Flanke auf Lewandowski und Breitfeld. Spektakuläre Szenen kurz vor der Pause. Der BFC Dynamo erzielt fast den Ausgleich durch Joey Breitfeld. Die Intensität wird mit rübergenommen in den zweiten Durchgang. Der BFC mit Lewandowski und Schindler. Gerade eingewechselt, schon wird schön kombiniert. Über Dennis Schindler für Gaboszewski in die Partie gekommen. Allerdings hier knapp im Abseits. Inzwischen macht das Spiel richtig viel Spaß. Beide Mannschaften glänzen durch offensiven Fußball. Bolze. Schöner Pass auf den eingewechselten Felgenträger und der findet Böttger, klasse pariert von Sommer. Der direkt darauf folgende Konter mit Pollasch und Rechtsverteidiger Kleiss versucht hier Buri zu entwischen, der zückt aber die Grätsche. Und jetzt wird es interessant, der Schiedsrichter hat sich nämlich sofort festgelegt, er zückt hier die rote Karte. Harte, aber gerechte Entscheidung für Alexander Buri. Wir sehen es in der Wiederholung. Chemie Leipzig ab jetzt nur noch zu 10. Und das verändert die Lage natürlich noch einmal deutlich. Viel mehr Platz jetzt auf der linken Seite. Schindler, Kleiss, klasse kombiniert. Und da ist wieder Dennis Schindler. Ausgleich BFC Dynamo. Das Stadion außer Rand und Band. Das war wunderbar kombiniert. Aber so frei darf er da niemals sein. Die rote Karte von Alex Buri rächt sich knapp 10 Minuten später. Es ist der zweite Saisontreffer von Dennis Schindler.
Bellot kann da quasi nicht mehr eingreifen, wenn er so alleine gelassen wird durch seine Vorderleute. Während Chemie in der ersten Halbzeit noch durch defensive Beständigkeit geglänzt hat, zerfällt die Abwehr nun im Zuge der roten Card. Inzwischen 87 Minuten gespielt. Was ist noch drin bei beiden Mannschaften? Der BFC wird von den Heimfans inzwischen angepeitscht. Man hofft auf den Lucky Punch. Breitfeld. Chitluck. Und da ist Lewandowski! 2:1! Was für ein Traumtor durch Matteo Stefan Lewandowski! Der 21-Jährige trifft zum 2:1. Und wie? Den hat er super erwischt, keine Zweifel, und nichts zu halten für Benjamin Bellot, der nur noch hinterher schauen kann. Und die BFC-Fans jubeln, sowas haben sie lange nicht mehr gesehen. Und schon kurze Zeit später war es dann geschafft. Der BFC Dynamo und die BSG Chemie Leipzig trennen sich mit 2:1 in einem fulminanten, spannenden Fußballspiel. Wobei die Berliner dann das glücklichere Ende für sich gefunden haben. Christian Benbenek wird zufrieden sein, aber es wird trotzdem keinen Schatten über die gute Saison der Leutscher legen. Er hat heute den entscheidenden Treffer gemacht. Aber was war euer Spieler des Spiels? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.